Abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, damit Sie kein Video verpassen. Aktivieren Sie die Glocke. Hallo Maria, wie geht es dir? Hallo Paul, danke. Es ist heute sonnig, also geht es mir gut, danke. Und dir? Ja, mir geht es auch gut. Frau Anna wird nächsten Monat in den Ruhestand gehen. Ja, wirklich. Dann lassen Sie uns ihn überraschen. Okay. Aber was können wir tun? Hast du einen Vorschlag? Wir können ein kleines Fest für Sie haben. Weißt du, wann er in den Ruhestand geht? Am 10. Juni in den Ruhestand gehen. Ich denke, wir können ein paar Tage vor dem Ruhestand feiern. Ich bin deiner Meinung. Kennst du einen guten Ort, um eine Party zu feiern? Wo können wir machen? Wir können auch in der Firma machen oder eine schöne Festhalle irgendwo in der Nähe der Firma mieten. Super Idee. Ich denke, wir mieten eine schöne Festhalle. Kannst du dich um diesen Aufgabe kümmern? Okay, ich kümmere mich darum. In der Nähe von unserer Firma gibt es eine schöne Festhalle. Wir könnten zusammen ein Geschenk für sie kaufen. Aber was? Ja, klar. Und hast du schon ein Geschenk? Nein, ich habe keine Idee. Vielleicht schenken wir eine Kaffeemaschine. Ich weiß, dass Frau Anna sehr gern Kaffee trinkt. Was denkst du? Ja, das ist eine gute Idee. Es gibt viele Arten von Kaffeemaschinen in verschiedenen Geschäften. Ja, vielleicht können wir auch bei Amazon bestellen. Aber ich denke, wir können durch die Geschäfte in der Innenstadt gehen und auch einkaufen. Das finde ich auch gut. Wir kaufen zum Feiern ein. Dann reden wir mit unseren anderen Kollegen, sammeln wir Geld unter uns. Kannst du dich um diese Aufgabe kümmern? In Ordnung, das mache ich. Ich würde das Geld um das Geschenk sammeln und auch die Geschenke besorgen. Wen wollen wir einladen? Wie viele Leute? Wir laden unsere Freunde ein. Wir rufen auch Frau Annas Familie an. Wir wären ungefähr 20 Leute. Ich lade Frau Annas Familie ein. Okay, dann lade ich unsere Kollegen ein. Einverstanden. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Danke, gleichfalls. Bis bald. Tschüss.